Mein Standpunkt demals war, ich pro Jahr noch ein Studium, noch ein Kunststudium, dass ich angefangen habe, Ausstellungen zu machen, am Innen- und am Ausland, für einmal Frankreich Ausstellungen zu machen. Und den Enrico, den hat schon seit Studienzeit eine Menge Arbeit verfolgt gehabt. Und 1998 hat er mich invitiert für eine Ausstellung am Casino. Und daraufhin kam dann, ich meine, aber recht spät, in 1998, die Invitation für 1999 Biennale zu bespielen. Ich war Kommissär. Und wir sind im November für dich hingefahren, für uns das ganz dunkel zu gucken. Dem Moment, Ca' del Duca, als er von mir für dich bespielt ging. Und wie wir da hingegangen sind, waren riesige Chancen. Es hat damals geheißen, bis 2 Wochen führen der Biennale als Chancen. Was dann nicht ganz gestimmt hat, weil den dafür drauf war, sind noch immer nicht fertig. Die Chancen sind einfach weggeräumt gehen. Und das war einfach auch Bestandteil davor, für meine Arbeit zu machen. Ich wusste, dass ich recht ganz spät an die Räumlichkeiten ging rankommen. Und schon ein bisschen eine Arbeit entwickeln, die am letzten Moment dann da versammelt wird an den kleinen, relativ kleinen Räumen. War das dann das Kleinste, was den direkt sich vorstellen kann? Da sind ich irgendwann auch auf den Knetsch gekommen. Der Knetsch, den am Mund geknetscht, das den Gestalt, mein Mund, den aber nur so dargestellt wird, dass gigantische Dimensionen erreicht. Ich wusste auch, dass ich die Möglichkeit hatte, für ein paar Wochen, für eine kurze Zeit, zu Venedig selber zu sehen. Das ist etwas, was ich mir auch immer raushole, wenn ich bei einer Ausstellung mitmache, weil ich auf die Situation will rangehen, für auch eine gewisse Zeit dort zu verbringen. Was ich mitbringen tun, war ein Kopfknetsch, meine Kamera, mein Fotosapparat und ein Sammelsurium von Klängen. Bastelutensilien. Und ich war dann 3 Wochen, war ich zu Venedig, also mit meinem Paar Knetsch, mit der Kamera durch Venedig gezogen und schon Knetschstrukturen hergestellt, die ich fotografiert habe. Ein zweiter Abend war die Prototyp des Passes Infini, die so kleine Fallabende sind. Die Paar Leute haben auch so gesagt, aus wie die Verpackung vom Knetsch, weil es so dieses selber spiegelartige Material ist. Was ich so gefallen habe, dass in ganz klein kannst du zusammenfallen und da wie ein Ziehharmonika, aber nicht nur in eine Richtung mehr, an 3 Dimensionen kann abspannen, entziehen. Und da geht der Raum, der Bausen, ab an den Spiegel, also kann ich noch rangehen. Und wie so ein ja, wie so der Prototyp des Pass Infini, also es hat als ganz einfachem gefalte Spiegelfolie zusammengesagt. Und da wird eben an den Räumlichkeiten von der Ca' del Duca in, die war abgebaut, an der letzten Minute eben raufgezogen und um Plafond befestigt. Die anderen Luchen, wie so an 2 Räumen nach meiner Wand, waren noch so zusammengefaltet, die eben auf den Moment gewartet und da sind sie eben auch auseinanderklappt und auch als begehbarer Raum kann benutzen, aber die waren eben zusammengefaltet. Da geht nach kurzer Hand ein dritter Arbeit. Es war so, Ca' del Duca, wie gesagt, am Schanzen. Es gab auch kein Mobiliar, nicht dazu. Also es war von vierer Chlor, dass man irgendetwas müssen besorgen, wo die Leute konnten sich hinsetzen, den Katalog gucken, ein bisschen Dokumentation, was man eben als Informationsmaterial da leihen hatten. Nun war es so, dass ich hatte ja schon den kleinen Budget erwähnt, gehabt, den war einfach vor 4 Jahren gehen, dass kein großes Budget da war. Du war also, dass im Laufe von dem Moment, wie ich meine Arbeit entwickelt habe, am Frühjahr, ziemlich spät, bin mal den Honorar, der sowieso schon klein war, den hat halbiert ging das, ohne mit mir Rückspruch zu halten. Und es sind einfach für ein Accompli gesagt ging. Und daraufhin und ich musste reagieren. Also es war für mich wichtig, dass ich für mich konfrontiert bin und dass ich auch nicht ausgenutzt ging.
Ich konnte nämlich zurücksprangen, war zu spät dafür. Also hat mich etwas geschehen. So, das eine Situation, die so am Anfang nicht geht, wenn ich ein Land repräsentiert. So reicht Land auch noch. Da sind so Missverhältnisse, die blieben entstehen. Und daraus habe ich dann, okay, auch aus der Situation mache ich eine Arbeit. Also habe ich eine dritte Arbeitsstraße entwickelt, an der war, wie gesagt, weil wir ja auch Mobiliar gebraucht haben, dass ich nicht ganz einfach Mobiliar geholt habe, sondern an ein feines Möbelgeschäft gegangen und ich bin mir die Sachen kaufen gegangen, die mir gefallen, die ich auch selber wollte für mich haben. Und dann ändert die Möbel, damit wirklich zu einer dritten Arbeit geht, und alle Möbelstücke knatsch gepasst. Das hat keiner gesehen. Es war aber auch geirrt, als der Knatsch aus dem Dunwein drin gereift und zufällig dran gereift. Das ist der Trick vom Fanger am Koch geirrt mir. Das war mein Statement, das sind meine Arbeiten anders, Chewing in Venice Part 3. Ganz indiskutabel, meine Arbeit saßen. Haut nach wie vor sind Möbelhaut nach Bayer Stinsebach ist zu heben. Es war einfach etwas, ich nicht demos an Honorar, was mir angestracht ging, und ich eben so an Naturalie gekriegt. Die Tatsache war, dass am Anfang relativ wenig Leute gesehen haben. Es sind aber direkt darauf sind auch schon evitiert gewirrt an, was ich war, weil ich ob Sana sehr an Atelier in Abitur ging. Da war ich gleich 2 Monate später, war ich schon auf Platz. Also das war der Kommissar davon, den das gesehen hat, Jean-François Taddei, an den mich invitiert hat. Also Golf sei ja auch schon Feedback. Das witzig war, dass am Anfang die größten Feedback auf die Arbeit, den habe ich schon in 2 Jahren bekommen. Und zwar über das Internet. Sind Leute, also über meine Website, sind Leute auf die Arbeit aufmerksam gegangen. Und das BIM-Mall hat sich verselbstständigt, dass es weltweit an Blocken, Universitätsblocken, abgetreten ist. Aber an einer dämmersten Dimension, dass ich Aufruhr kriege, also wirklich aus allen mehreren Ländern. Da waren oft sind nicht viele interessante Sachen, aber es sind einfach auch Zeitschriften, die das wollen publizieren. Die sind aus Japan, die sind aus Südamerika, ein bisschen von überall. Und ich gut am Anfang, den mengenmäßig die größte Feedback erreicht, also 12 Jahre spät. Bis hin zu einer Invitation von aus Australien, dass eine Firma mich angerufen hat, ob ich nicht Lust hätte, auf Bali zu kommen, so eine Skulptur herzustellen. Und dann habe ich ihnen dann erklärt, wie am Anfang die Arbeit überhaupt entstanden ist, dass da der Kopf Knatsch ist, den ich fotografiert habe zu Venedig. Und darauf sind wir, und sie einfach gesagt, und ich habe die gelacht und sie gemerkt, das wäre noch viel besser, das wäre super. Und sie gingen mich dennoch, sie gingen mich invitieren, ob ich nächste Woche nicht gehen, ob alle vielleicht für 3 Wochen eine Skulptur machen. Einzige Bedingung, sie sollte groß sein.